Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Nach zwei Folgen Arena haben wir es jetzt fast geschafft. Wir haben nochmal so 10 Minuten lang Arena, aber dann sind wir endlich draußen und können uns den Schatz des Racheengels schnappen. Ich bin gespannt, was da drin ist und dann gehen wir weiter mit unserer Rundtour mit den Zeitquests und werden nochmal zurück ins Labor gehen und da wird uns morgen eine kleine Überraschung antreffen, aber heute erstmal noch nicht. Viel Spaß. Okay, ich bin bereit für den eigentlichen Kampf, weswegen wir hergekommen sind. Du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten. Ja, können wir schon. Ja. Jo, machen wir. Kein Problem. Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Vielleicht hätte ich die WP noch ausgeben sollen. Ah, das passt schon. Das ist kein Problem. Was bist du denn? Eine Chimäre? Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengel-Cup. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt jetzt. Okay, kümmere ich mich zuerst um ihn. Er hat nur ein Messer. Ja gut, der ist... Woo! Okay. Der ist schnell am Arsch, wollte ich sagen. Ich bin bereit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Überlass das mir. Cloud, ich brauche von dir nur eine Analyse. Halte ich da ein bisschen zurück, bis ich heilen kann. Ah, wirksam ist Eis. Ah. So eine Scheiße. Es geht weiter. Gerade oder rechtzeitig? Dein Einsatz. Roger, ich übernehme. Lass mich doch in Ruhe. Mich haut das nicht um. Auf jeden Fall. Was soll der Scheiß? Alter, ist der nervig. Nicht so nah. Weißt du was? Maximale Wut. Zieh dich zurück. Mein Einsatz. Festhalten! Abschau! Ja. Ich zähle auf dich. Ich leg los. Neuer Versuch. Ich muss heilen. Okay. Kleine Heilung bitte. Nicht aufgeben. Macht er gerade irgendwas Spezielles? Ich bin bereit. Verschwinde. Oh mein Gott. Rückwärtssalto. Weiter geht's. Impulshieb. Oh, du kannst gerade nichts machen. Ich bin an deiner Seite. Der Höllenhund, Alter. Aber rein theoretisch kann ich doch Blitz gegen dich machen, ne? Dagegen bist du ja nicht immun. Na komm. Dann machen wir es jetzt mal zu Ende. Störung. Ich weiß, das ist noch nicht genug, aber egal. Ich glaube, jetzt dreht er durch. Ah, ich habe ihn abgelenkt.
Laut mach mal impulsiv gegen ihn. Keine Chance. Ja, der Kopf ist gar nicht mal so. Wurde schon ungeduldig. Gar nicht mal so schlimm, wollte ich sagen. Oh, Stufe gestiegen. Nice. Das ist unser Champion, wie wir ihn kennen und lieben. Vor ihm wird selbst die wildeste Bestie zu einem schnurrenden Kätzchen. Ein souveräner Sieg für unseren Topstar. Ha, bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Kein bisschen. Abgefahren, ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Dann gehen wir mal zu Kiri zurück, komm, was soll's. Oh, Cloud hat Shinras Handlanger bezwungen. Gerade noch so. Ist jetzt wieder in der Stadt, das wäre nice. Nein. Und wie war's? Es ist erledigt. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar, immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut, das wär's dann erstmal, oder? Sie ist also der Rachengel. Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Stillgestanden. Oma, das ist was ihre machst Oma. Du denn hier? Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hm, hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Das heißt, sie ist die Rachengel. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sag die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex. Ich weiß. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist der Racheengel? Wollte ich gerade sagen. Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder? Nice. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. Mhm. Die Jagd nach den Kronjuwelen. Das werden wir zwischendurch machen, denke ich mal. Wir werden sowieso an den ganzen Orten wahrscheinlich nochmal vorbeikommen. So, wir müssen als nächstes... Was haben wir denn da? Ach, das gestohlene Portemonnaie. Na gut, schauen wir da vorbei. Mein Portemonnaie! Bruder, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Danke, damit komme ich hier endlich weg. Du gehst echt? Tifa, halt mich nicht auf. Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Okay. Aber... wenn du willst, dass ich bleibe, Tifa. Und wir beide... Viel Glück, Johnny. danke. Du wirst überall klarkommen, Johnny. Da bin ich mir sicher. Oh, Tifa, meine ewige Muse. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Dein Johnny schafft es überall. Also dann, Bruder, Tifa, wir sehen uns. Hau rein. Johnnys Busenfreund. Okay. Da geht's als nächstes hin. Zur Chocobo-Raststätte da. So, Wallmarkteingang, Slums.
Ja? Na gut, dann laufe ich halt hin. Man kann anscheinend nicht zu dieser Raststätte rüber gehen. Seltsamerweise. Wie heißt der Bezirk da? Stahlwerk. Was wollen wir machen? So, da wären wir. Ah, oh, endlich. Was ist das? Gebet. Naja, gut. Haben wir es halt zweimal. Mogri-Medaillen ohne Ende. Geil. Wow. Oh, er ist der Sammler? Nee, oder? Verwummel. 3000 Grill. Gil. Jungfernkuss. Zwei Mogri-Medaillen. Mogri-Medaillen ohne Ende. Rubinrotes Diadem. Ein Schlüsselobjekt. Hyper. Achso, nee, das ist einfach nur so ein Item. Wahrscheinlich. Obwohl, das muss man wahrscheinlich irgendwo abgeben. Für irgendwas wird man das brauchen. Weil ist ja nicht umsonst ein Schlüsselobjekt. Diadem. Oh nice, das war das erste Versteck. Gucken wir doch mal. Ausrüstung, Materia, Cloud. Diadem. Maximale MP erhöht sich um 10%, Magiewert erhöht sich um 5%. Das ist was für Aerith. Cool. Nice, nice, nice. Ja, wo geht's jetzt als nächstes hin? Ich würde sagen, dann geht's darunter zum Chocobo. Das heißt, Chocobo-Suche, ja. Ja, cool. Kann ich einfach hier auf der Karte draufdrücken? Nö. Oh, ich laufe das Stück. So. Oh, die hatte ich gar nicht hier gesehen. Lol. Was haben wir denn hier? Diamantenes Diadem. Okay. Schon wieder? Ein Diadem? Na gut. Dann kümmern wir uns um den Chocobo. Oder haben wir ihn schon geholt? Hm. Das war's. Ich kann nicht mehr weiter. Was verschafft mir die Ehre? Ich muss dringend einen Weg auf die Platte finden. Shinra hat die Sicherheitsvorkehrungen scharf angeschraubt. Da kommt keine Maus mehr durch. Und auf dem Wallmarkt sieht's nicht besser aus. Corneos Männer sollen dort Jagd auf Avalanche-Mitglieder machen. Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Hm? Was ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem rechten Arm wächst. Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch in Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment! Oh nein! Das klingt gar nicht gut! Nichts wie weg. Rache der Schergen. Okay. Sollen wir anscheinend zurückgehen? Ihr habt richtig gehört. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Hallo. Nicht wahr, oder? Willkommen im Waffenladen des Wallmarkts. Mithrilsäbel. Nehme ich. Ey. Okay, wir haben eine neue Waffe gefunden. Bis zum nächsten Mal. Ha! Habt ihr nicht erwartet. Guck mal, da ist noch ein Ausrufezeichen. Da sollten wir gleich hingehen. So, Cloud, Panzerschwert, Mithrilsäbel. Verschießt eine Sichel aus elementarneutraler magischer Energie, die in gerader Linie auf den Gegner zufliegt. Ah, ich sehe. 120 WP-Punkte. Und ich kann auch was draufpacken. Geringer ATB-Boost für Gefährten nach zwei gleichen Kommandos in Folge. Geringer ATB-Aufladungsboost bei geschockten Gegnern.
Könnte noch einen TP-Boost draufpacken, ja. Oder, ja, hier. Ist doch lustig. Vor allem, wenn man gegen den Boss kämpft und plötzlich irgendwie die Bossfähigkeit leert. So. Nicht wahr, oder? Chocobo? Wem gehört dieses Ausrufezeichen? Ich muss was tun. Oh, Tifa! Betty! Ein Glück, dir geht es gut. Ja, wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar, der geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Mit ein bisschen Musik könnten wir den Leuten wieder Mut machen. Was für eine tolle Idee, Betty. Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Vielen Dank. Ja, cool, ich hab ein paar für dich. Mit Musik können wir die Leute aufheitern. Hoffentlich findet ihr tolle Lieder. Okay, soll ich hier drauf drücken? Fight On ist neu. Warte. Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Ich soll... Die sind immer noch alle ganz traurig. Ich dachte, ich soll alle sammeln. Ja, sorry, ich wollte jetzt nicht unbedingt der traurige Musik spielen. Na? Tolles Lied. Bei der Melodie fühlt man sich irgendwie ganz tapfer. Ja, guter Musikgeschmack. Wow! Bei diesem Rhythmus gerät mein Blut richtig in Wallung. Ich fühle mich wie ein junger Krieger. Da kann man ja gar nicht stillstehen. Nicht wahr, Junge? Wir beide verstehen uns. Leben ist Leidenschaft. Das war easy. Wo ist mein Geld? Noch irgendwas? Ah, Good Night Until Tomorrow. Das soll Stärke geben. Wow. Das Lied ist so schön beruhigend. Darf ich etwas hier bleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar. Okay. Gehen wir jetzt alle durch oder was? Das Lied kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Doch nicht so! Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeig euch, wie das richtig geht. Oh Gott, nein, mach's nicht. So. Oh nein. Der Hüfte. Ah. Wow, toll. Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Oh, ist das peinlich. Oh Gott. Nein, tu's nicht. Oh Gott, war das peinlich. Oh. Macht echt Spaß, gemeinsam Musik zu hören. Vielen Dank für die Platten. Gern. Uns hat's auch auf andere Gedanken gebracht. Irgendwann kommt der Tag, an dem unsere Siegesfanfare erklingt. Bis dahin werden wir tapfer kämpfen. Etwa nicht? Handbuch zu Schusswaffen, okay. Was fehlt uns? 1, 2, 3, 4, 5 fehlt. 6, 7 fehlt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 fehlt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 fehlt. 26 fehlt. Da fehlt aber noch einiges, alter Schwede. Na nö, was ist denn hier los? Ach, ich wollte die WP noch verteilen, ne? So, was haben wir denn hier? Attacke, Attacke, Abwehr, MP. Oh, ich sehe schon. Du gehst mehr so auf magische Sachen, ne? Na gut, einmal physische Attacke kann ja nicht schaden. Schlagen immerhin oft zu. Aber ich setze ja sowieso gerne Störung ein. Also das Störung wird wahrscheinlich fetzen. Magische Abwehr, nee. Zusätzlich Schaden von elementarbasierten Materia. Oh oh. Statusresistenz, Schaden-Subspirit bei vollen MP, Schaden von Angriffsmagie. Oh, Gottes Willen, ja. Weißt du was, wir machen da einfach mal das hier. Machen den richtig fett.
Dann MP. Dann werden wir nämlich Magie ein bisschen drauf tun. Das wird fetzen. So, magischer Abwehr zusätzlicher Materia-Slot. Okay, das werde ich brauchen. Aber erstmal magische Attacke ordentlich hochpumpen, ne? Muss richtig zecken, muss ich. Ja, nice. 114. Sieht gut aus. Dann muss ich leider tiefer etwas wegnehmen. Ausrüstung. Tiefer. Du hast jetzt Blitz drinne. Und hier hast du Feurer. Dann mache ich am besten Frostschaden. Und hier kommt da was anderes rein. Keine Ahnung, gibt es da irgendwas, was... Kann man bestimmt nicht mit Glücksboost machen, oder? Ne. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Weißt du was, dann packen wir Stehlen einfach rein. Scheiß drauf. Und Cloud, du... Hier nehmen wir Analyse weg. Und packen dafür Frost rein. So. Dann nehmen wir Feintechniken weg. Und packen dafür Analyse rein. Vielleicht bekommen wir noch genug WP. Oh, Barrett. Weimar, alles okay? Schön wär's. Die Bürgerwehr soll sich um die Verletzten kümmern. Das würden wir ja auch. Aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab. Das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. Und schreckliche Kreaturen brechen aus ihm aus. Cloud. Du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Jemand muss in dieses Labor eindringen und die Bedrohung ausschalten. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen? Danke. Na gut, wir müssen da eh hin. Schreie aus der Erde. Und zumindest brennt's hier nicht mehr. So, Mr. Waffenhändler, hast du noch was Mach für mich? Was draus. Alles Könner. Nö. Schade. Schade. So. Viel Glück. Wie sieht's eigentlich aus, Kann ich das jetzt sehen? Ja. 240, alter Schwede, das zeckt. Zurück zur Oberfläche. Für manche Aufträge und Schätze musst du im in Keller und tiefe Stockwerke hinabsteigen. Wenn du wieder an die Oberfläche zurück willst, halte einfach L1 gedrückt, um jederzeit aufzusteigen. War das cool. So, war hier auch irgendwo ein Schatz versteckt? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht, ne? Achso, wir sind hier erstmal beim Durchgang. Ich dachte, wir wären jetzt schon im Labor. Gestern Abend sind einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen soll kein Durchkommen mehr sein. Ah, okay, wir müssen jetzt einen Umweg machen. Wie es aussieht. Ein neuer Weg! Mal gucken, wo wir da ankommen. Vielleicht direkt im Labor. Wahrscheinlich, ne? Wo bin ich jetzt? Hier ist auf jeden Fall eine Bank. Ja, hier ist das Labor. Aber hier finden wir... Ach nee, das war für die Heilmedizin, ne? Oh, lautes Gebrüll. Wo kommt das denn her? Ist das die letzte Subspezies hier? Die wir antreffen? Man weiß es nicht.